Auf dem Desktop eines LabDo-Rechners findet ihr das Kiwix-Tool. Damit kann man Offline-Lerninhalte verarbeiten, lernen, lesen. Auf den meisten Rechnern ist unter Local Files auch schon einiges installiert. Das Klassische kennen vielleicht viele hier, Wikipedia for Schools. Aber es gibt eben auch sehr viele andere Lerninhalte, auf die man zugreifen kann. Wir versuchen einen Kompromiss zu finden, möglichst viel offline mitzuschicken, ohne die Festplatte zu sehr zu füllen. Ihr könnt vor Ort natürlich selber mit All Files, wenn ihr im Internet seid, selber dann noch nachladen, was ihr möchtet. Behaltet nur so ein bisschen die Festplatten im Auge. Da gibt es wirklich Unmengen an Wikis, die man sich noch lokal runterziehen kann. Die Sprachen sind auch sehr umfangreich, also es gibt wirklich für fast jede Sprache entsprechenden Content. Und wir bemühen uns, was Sinnvolles schon vorzuinstallieren, aber ja, wir können nicht alle Anforderungen abdecken. Ansonsten funktioniert es eigentlich ganz klassisch. Man kann das Ganze auch groß machen. Was noch sehr interessant ist, man hat hier die Möglichkeit, einen sogenannten Kiwi-Server zu starten. Wenn man den startet, bekommt man hier eine Internetadresse. Wenn ihr diesen Pfad in einem Handy oder in einem Tablet eingebt, dann teilt der Laptop quasi diese Kiwix-Inhalte mit weiteren Geräten. Das ist also sehr interessant, wenn man vor Ort in den Schulen nicht genügend Laptops hat, aber entsprechend Handys oder Tablets, dann kann man darüber die Benutzeranzahl natürlich deutlich erhöhen. Ansonsten gibt es hier noch so einige Einstellungsmöglichkeiten. Falls ihr die Inhalte sucht, die sind im Ordner Public. Der gesamte Pfad ist Public Kiwix Wikis vom Benutzer LabDo, also von dem Lehrer. Und hier findet ihr dann die entsprechenden Inhalte. Es gehört immer CIM und Meta zusammen. Das heißt, ihr müsst, wenn die CIM-Datei auch durch einen Doppelklick öffnen, dann habt ihr die auch hier importiert. Also es gibt einen kleinen Haken, wenn ich zum Beispiel als Lehrer Kiwix die Inhalte installiert habe, dann kennt Student das nicht. Da muss man als Benutzer Student hierhin navigieren und die neuen Inhalte auch einmal öffnen. Erst dann kennt Kiwix bei dem anderen Benutzer auch die Inhalte. Aber ansonsten ist es ein sehr komfortables Tool. Man kann die Inhalte auch wieder löschen. Man kann zusätzliche Inhalte runterladen. Also passt sich euren Anforderungen entsprechend an. Ich wünsche euch viel Spaß damit und bis bald. Hier ist noch eine weitere Möglichkeit, Kiwix zu nutzen. Auf den LabDo-Rechnern ist bei Firefox das Kiwix-Plugin installiert und das erlaubt euch direkt über den Browser auch auf den Kiwix-Content zuzugreifen. Ihr könnt also hier über Browse in den Ordner einsteigen, seht direkt den Content und wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Wikipedia for Schools nutzen möchtet, dann öffnet ihr das und habt das also hier im Zugriff des Browsers und könnt jetzt damit lesen, arbeiten etc. Also das ist eine weitere Möglichkeit, neben dem Kiwix-Tool an sich auch über den Browser zu arbeiten. Noch als kleiner Nachtrag zum Thema Kiwix. Danke.